Ich wünsche einen fantastischen Tag. Ein neues Spiel am Start, beispielsweise neu, weiß ich nicht, ist, weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist. Ich habe es mir einfach mal gegönnt. Forts ist ein ähnlich wie Worms quasi. Man schießt aufeinander, allerdings in Echtzeit, nicht in rundenbasierter Geschichte. Und man sieht schon, man baut Forts und man muss sie beschützen und hat Mörser und hat links hier Raketen und Schießen und Wissenschaft und keine Ahnung. Ich soll die Kampagne starten, damit ich lerne, wie das funktioniert. Ich spiele auf einfach, weil ich bin Anfänger. Anfang. From the RTFM Network, this is Fax News with Salvo. With the world's derricks falling silent, the global superpowers are on the hunt for undiscovered oil fields. Here, on the helicarrier ESS Extravagance, rapid deployment forts are being made ready to defend any new reserves found. Their portable reactor technology allows the forts to be upgraded in the field, with weapons such as high-velocity cannons, plasma beams, and laser-guided swarm missiles. These bases are capable of packing a hefty punch. However, Black Penguin oil geologists are rumored to have uncovered evidence of one last motherload of oil. If found, it could be enough to keep the Eagle Empire going for another decade. But with the Dragon Army and Iron Bear Alliance also coveting new resources, the race is on to be the first to claim the motherload. This is Salvo at the Eagle Empire Forts Basic Training Ground, reporting for Fax News. Ja, man hat's gesehen, die Wälder im Abgrund, noch ein einziges Ölvorkommen. Wir sind die letzte Hoffnung, dieses Ölvorkommen für die Welt zu sichern, also für uns. Scheiß auf die Rest. Wir sind das Volk, wir brauchen Öl. Öl brauchen wir. Ach. Wie man zählt, das ist, ihr weiß doch jeder, dass die Vorräte sind sowieso schon zum Kotzen. Willkommen in Ihrem ersten Fort-Rekrut. Als ihr Ausbilder, das ist eine Sie, Ausbilder ist ja egal, bringe ich Ihnen alles über Forts bei. Zuerst einmal das Wichtigste: Navigation. Return oder klicken zur Fortfahren. Klicken. Ja, ich kann. Halten Sie linke Maustaste. Ich darf hier. Boah, alle Richtungen. Alle Richtungen. Na, na. Mausrad zoomen. Ja, zoomen, ja. Alles klar. Leertaste. Okay, Mitte, die Strebe und hochziehen. Bis da, sagte. Bis hier. So, da, bis da. Okay. Sie können auch Streben einzeln dafür nehmen, diese Anschluss auswählen. Alles klar. Klack. Ah, Nala. So, nu? Mit außer Gefecht gesetzt und fort verbinden. Zerstören Sie alle Ziele. Alles klar, ich soll mich also jetzt hier verbinden. Also ziehen wir hier hoch. Und ziehen hier hoch. Und verbinden die ganze Geschichte hier nochmal. Hier auch nochmal. Und dann ziehen wir hier hoch. Ich weiß nicht, was das bringt, aber egal. Ich ziehe mich hier hoch. Ja, so. Oh. Das darf man also nicht machen. Das ist ein bisschen wackelig sonst. Kann ich auch wieder abreißen? Ja, abreißen. Ja, abreißen, genau. Brauchen wir nicht. Um Schlagseite. So, wir haben eine Verbindung. Ausgezeichnet. Baustil. Ja, es ist ein super Bauspiel. Indem wir uns in die Fort verbinden, haben wir jetzt alles vollständig Kontrolle darüber. Gut gemacht. Jawohl, danke. Ich hätte heute übrigens auch eine Webcam am Start, aber ich hätte keine Lust, das alles dahin. Ach, ist egal. Oh, mein Bett muss ich machen. Egal. Ich glaube, das schneide ich raus, oder? Keine Ahnung. Jetzt wollen wir Maschinenkanone und bauen Maschinenkanone. Jawohl. Maschinenkanone baue ich wohin? Hier hin? Ja, baue ich hier hin.
Jo, auswählen. Machen Sie Zielübungen. Okay. Möchte da unten hinschießen. Oh, super, hat auch geklappt. Und dann möchte ich noch da schießen. So, Weltklasse. Boah, Gegner. Ace. Sergeant. Schocken nass. Alles klar. Ace hat Sackershot. Sackshot. Das ist natürlich wieder alles wo es zerstört werden kann. Ah, schon gut. Achso, er hat Brüste. Egal. Jetzt haben wir ein lebendes Tier. Gut, weg damit. Ja, okay. Boah. Boah. Okay. Also erstmal. Nee, Moment. Erstmal normales Holz. So. Und so. Und achso, aber das sollte ja hier. Das muss eine Tür werden. Ja, okay, so kann ich das machen, alles klar. Und jetzt kann ich auf Waffen und dann kann ich wieder Maschinengewehr bauen. Ja, wunderbar. Alles klar. Direkt auch verloren, ihr seid kaputt. Jawohl, jawohl, jawohl. Sieg! So muss das sein. Weiter. Achtung Rekrut, bei diesem Trainingsmission geht es um die wichtigsten Aspekte des Sammelns von und Lagern von Ressourcen, um Luftverteidigung für den Angriff mit Mörsern. Jawohl, kämpfen! Die Fahrbewegung versorgt erscheint wichtiges Rohstoff, sie müssen auf jeden Preis geschützt werden. Jawohl! Ich schütze! Das ist die Besonderheit, sobald es besteht, lässt es sich nicht mehr reparieren. Das ist natürlich nicht gut. Der Reaktor produziert Metall und Energie, mit denen man fort und betreiben kann. Ja, ist klar. Weiteres Material wird aus dem Boden angenommen und Metall und enthält. Jawohl. Ich soll noch eins bauen. Okay. Brauche ich. Mache ich. Metalllager kriegt ihr. Mach ich fertig. Windmühlen brauchen Wind, um effizient arbeiten zu können. Klicken Sie auf eine. Okay. Jetzt soll ich hier. Zeugen 7 plus 36, 200 alter Schwede. Okay. Also baue ich mal hier ein. War eine Menge GG. Okay. Wählen Sie Batterie, damit können Sie Energie speichern. Oh, wird gespeichert. Klack. So. Jawohl. So, und hier erweitern Sie das vor. Jawohl, mache ich. Wo muss ich denn? Das ja. Achso, Effizienz von 100, alles klar, also noch einmal hoch. Ich dachte gerade hier plus, den Pluswert auch noch so hoch kriegen, 100 plus 100, das wäre ein bisschen heftig, finde ich. Kann ich die jetzt auch verschieben? Nee, verschieben kann ich sie nicht. Die hat jetzt so 22 Effizienz. Die hat 100 Effizienz, jawohl, so, 100 Effizienz. Kann ich die jetzt auch wieder abreißen? Der hat doch noch 22, ist ja egal, ne?
100%. Oh, Mörser. Was? Ich Mörser. Ja, mit R. Alles klar, mit R kann ich alles reparieren. Alles klar, Handlung ausführen. Jawohl, repariert. Alles kaputt hier. Ja, dann kostet es so ein bisschen also Energie und auch R. Feuerlöschen mit R. Okay. Oh, wie fies. Aha, mir gefallen die Mäuse schon. Alles klar. Wir müssen einfach aufhören. Nutzen Sie Ihre Maschinenkanone, um Granaten im Flug abzuschießen, während Sie einen Mörser requirieren. Reparieren Sie den Schaden von den Granaten, die durchkommen. Okay. Das fand ich gut. Jawohl. 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 Ah, ich treffe hier alles. Ich würde sagen, außer dir. Nee. Nein! Oh. Jawohl. Schweren Mörser? Klar, machen wir. Nur wo stelle ich ihn hin? Oh, der Turm gerät ins Wanken. Das kommt nicht so einfach mit der Steuerung, finde ich. So. Muss ein bisschen Stützlast hier reinkriegen, sozusagen. Das. So. Das jetzt nur so stützend ist, weiß ich nicht. Kaputt mache ich euch. So. Oh, mal gucken hier. Boots, Digga. Boots. Siehste? Ist noch ein? Pass auf. Feuer! Jawohl! Feuer! Nachgesteuert hier. Nein, Quatsch. Boots! Nein, Mann. Verdammt. Komm, hier. Noch einen auf den Reaktor. Feuer! Mann, wie gut ist er? Oh!
Arm. Das Heiern so hohl. Stimmt gar nicht, ist gar nicht im Hohl. Das sollte immer nur früher sein. Feuer so hohl. Ja. Jawohl, jawohl. Alles voll geschafft, wunderbar. Sieg. Flixt und zugenäht. Ich hab schon bloß ein bisschen rumgespielt. Ja, ich bin ganz voll wieder, Mann. Ja, doch, natürlich. Echt, dann gehen wir mal. Plus jetzt, alle beide. Haben eine Meldung über reiche Ölvorkommen in Afrika erhalten. Ihre Kunden werden dorthin gebracht. Jawohl, weiter. So. Einsatzgebiet freigeschaltet, Afrika. Bohrturm ist unbeschädigt. Ja, kämpfen müssen wir, kämpfen. So, was ist hier Sachlage? Achso, ja, Drachenarmee. Halbland, Kumpel. Wir werden hier auch einen fortbauen und dafür sorgen, dass er dafür bezahlt. Jawohl. Nee, damit der Drachen irgendwas. Ja, mit Mörser bewaffnet. Wir bauen eine Präzisionswaffe. Gruppieren Sie die Maschinenkanone. Alles klar. Also, okay, gruppieren. Versuchen Sie, den Ölturm von dem Mörserfeuer zu schützen. Wenn man die Maschinenkanonen sich selbst überlässt, schießen sie automatisch auf Mörsergranaten. Das ist doch sehr gut. Muss es doch sein. Beschädigte Strebe. Und Kettenreaktion, jawohl, dann macht ihr bam 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 und dann ist tot. Okay. Jawohl. Okay, schon hin. Machen Sie Ihr Land wieder groß! Gut, ich bin aber kein Amerikaner. So, gruppiert. Und jetzt? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, dann. Schon tiefer. Ja, so sieht das schon mal aus. Bam, bam. Und so, jetzt können wir hier da unten abräumen. Jawohl, siehst du, Thema ist durch. Dick! Muss was laufen, gar nicht großartig was bauen, einfach nur bam, 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 bam. Da. Was steht als nächstes an? Und da einmal Öl. Glaube ich. Verteidigen Sie und so weiter. Gut. Bevor ich mich hier weiter verrenne, ich wollte nur mal ein kurzes Antesten machen. Das waren jetzt so, ich glaube, nicht ganz 20 Minuten. Soll auch nur ein kleiner Eindruck sein, was uns hier in dem Spiel erwarten wird. Kampagne, ich habe voll Bock auf Multiplayer, ganz ehrlich. Das ist echt ein Spiel, was ich gerne mal zwischendurch zocken will mit ein paar Leuten. Noch gegeneinander zocken möchte. Oder vielleicht noch Mittag gegeneinander gegen Bots oder sonst irgendwas. Macht bestimmt Fun. Wenn ihr Bock auf das Spiel habt, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, falls ihr mal neu drauf seid. Oder schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch Bock drauf habt, dann gucken wir mal, ob wir da was machen können. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!